Die wichtigste Aufgabe, wir dürfen sie nicht alleine lassen, schnell, unbürokratisch, die Anträge können jetzt gestellt werden. Leute brauchen, ist das Geld, um eben das, was gerade nötig ist oder erste Aufräummaßnahmen oder irgendetwas davon zu finanzieren. Wirklich da und haben nichts mehr und brauchen jetzt dringend Geld, um wenigstens die nötigsten Dinge anschaffen zu können und haben weder die Zeit noch den Nerv, sich jetzt mit Bürokratie auseinanderzusetzen, um an die Gelder zu kommen, die eben dringend gebraucht werden. Wir wollen, dass die Soforthilfen auch sofort bei den Betroffenen ankommen und bieten daher an, im Falle, dass eine Kontopfändung droht, dass diejenigen sich bei uns melden und dann eine Barauszahlung des Geldes erfolgen kann. Lösung wäre, dass zum Beispiel vom Land NRW der Erlass verfügt würde, dass das Geld eben ähnlich wie andere Beihilfen ausgezahlt werden muss, auch wenn eine Pfändung vorliegt. Also dass es im Grunde eine nicht pfändbare Zuwendung ist. Das würde uns weiterhelfen.